Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute die Frühblüher-Mitmachaktion von Lebenswertes Chemnitz vorstellen. Bei diesen Mitmachaktionen geht es grundsätzlich immer darum, dass die Bewohner der Stadt Dinge selber tun. Also nicht die Verwaltung, keine offiziellen Stellen, sondern die Menschen selber durch eigenes Tun ein eigenes Ergebnis schaffen und damit ihre Stadt lebenswerter machen, aber auch eine größere emotionale Verbindung zu diesem entsprechenden Ergebnis und Projekt entwickeln. Bei der Frühblüher-Mitmachaktion geht es ganz konkret darum, dass Chemnitzer im Herbst, im Oktober, November Frühblüherzwiebeln, die im öffentlichen Stadtbereich stecken, dort wo sie über viele Jahre sich nachhaltig entwickeln können, vermehren können, die Stadt zu einer bunten Stadt zum Blühen im Frühjahr bringen. Man kann sich das ungefähr vorstellen, wenn jeder zweite Chemnitzer im Herbst, sage ich mal, für 3 € offiziell zum Beispiel 20 Kokoszwiebeln kauft und die entsprechend steckt, dann wären das 120.000 mal 20 Kokoszwiebeln, das wären 2,4 Millionen Krokusse, die im nächsten Frühjahr in der Stadt mehr blühen würden nach dem ersten Jahr. Wenn man sich über mehrere Jahre sich vorstellt, kann man sich vorstellen, was für eine Blühflächen das ergibt und wie viele Wildinsekten, Wildbienen und auch normale Bienen im Frühjahr davon leben können und dann das Pollen-Nektar-Angebot haben, was in dieser noch mageren Zeit vor der Saalweide für sie herrscht. So, es geht also darum, bei dieser Frühblüher-Mitmachaktion diesen Gemeinschaftssinn zu fördern, eine schönere, eine buntere Stadt in Chemnitz zu erreichen, aber nicht bloß diese schönere durch die Frühblüher, sondern es ist halt ein nachhaltiger Bienen- und Insektenschutz. Und es ist zusätzlich noch eine Sensibilisierung für die Menschen, über diese einjährigen Blühflächen, die so bunt auf den Kreisverkehr leuchten, hinauszudenken und tatsächlich über einen längeren Zeitraum zu denken und vor allen Dingen auch auf die Perioden, wo die Insekten wirklich einen Mangel an Pollen und Nektar haben. In Chemnitz ist das Ganze derzeit immer noch so eine Guerilla- und Partisanenaktion. Das heißt, es hat mehrere Gründe. Zum einen blockiert dieses Grünflächenamt in Chemnitz ziemlich mit Bedenkenträgern, Bürokratie, macht so aus einer Mücke Elefanten und der Hintergrund ist wahrscheinlich ein überzogenes Ego, was eine Rolle spielt und das lässt sich bisher leider nicht umgehen und deswegen habe ich mich an das alte Mark Wössner Motto erinnert, was ich aus meinen Anfangszeiten von Bertelsmann kenne, das hieß einfach machen, einfach machen. Wenn man natürlich das große Glück hat, dass die eigene Stadt oder zum Beispiel Wohnungsgesellschaften das Ganze unterstützen und dort mitmachen, dann kann man das Ganze auch als eine Gemeinschaftsaktion machen. Hier ist es natürlich eine individuelle Aktion, weil wenn man es als Gruppe ausrufen würde, ist es ja keine Guerilla-Aktion, ließe es sich ganz einfach sagen, hey, das könnt ihr nicht und die Flächen stehen nicht zur Verfügung und so weiter, dann tritt das ganze Bedenkenthema wieder im Vordergrund. Hier, wenn die Stadt und die Wohnungsgesellschaften es unterstützen, ist es von Anfang an eine Gemeinschaftsaktion. Man kann also sich auch im Herbst bestimmte Wochenenden raussuchen, wo viele aus der Stadt das gemeinschaftlich machen. Die Wohnungsgenossenschaften könnten Flächen kennzeichnen, auf denen jetzt zum Beispiel die Frühblüher gesteckt werden können. Und damit ist es auch möglich, solche Blühflächenkonzepte umzusetzen. Es ist auch nicht so, dass es gar nicht in Chemnitz gibt. Zum Beispiel der BUND hat sich im Nordpark erstritten für die Bepflanzung und dort kann man jetzt schon konstruktiv Dinge zusammentun. Was ganz spannend ist eigentlich für so eine Stadt, ist so ein Blühflächenkonzept. Das heißt, dass man bestimmte Flächen plant, die für Frühblüher gedacht sind. Das sind alle die, die vor der Saalweide möglichst blühen, weil dort gibt es das geringste Angebot an Pollen und Nektar für alle Insekten, also nicht bloß Bienen und Wildbienen, sondern alle, die zu der Zeit schon unterwegs sind. Und dann gibt es die etwas schwächere Zeit nach der Linde. Das sind also quasi dann die Sommer-, Herbst- und Überwinterungsflächen, also die Sommerblühflächen. Und das sind auch die Flächen, die dann im Herbst und im Winter sehr hässlich aussehen, weil dann alles braun ist, dort überwintern aber dann die Insekten. Das sind also Flächen, die sehen tatsächlich im Herbst und Winter nicht so schön aus, müssen gekennzeichnet werden. Und dann der große Bereich natürlich der Flächen, die nicht bepflanzt werden sollten, auch eben nicht in Guerilla-Aktionen. Das sind so typische Sport-, Spiel- und Nutzflächen. Die sollten natürlich auf jeden Fall frei bleiben. Und wenn man das als Konzept plant, kann man das relativ sinnvoll machen. Und wenn man das perfekt machen möchte, dann macht man sich so ein Flächennetzwerk, so ein Verbreitungskorridor und so ein Naturverbund, wie es das auf dem Land teilweise schon gibt. Und dort kann man sich vorstellen, dass die Insekten teilweise, bestimmte Wildinsekten, nur so einen Radius haben von 200 Meter, die sie sich fortbewegen können, wo die praktisch ihre nächste Überwinterungsfläche oder die nächste Brachtfläche benötigen würde, weil sie eben nicht so weit fliegen, sondern kriechen, krabbeln oder ähnliches machen.
Und deswegen macht es Sinn, sich solche Flächen in der Stadt zu planen. Da haben wir in Chemnitz den großen Vorteil dieser ganzen Kleingartensparten, die schon ein großes Netzwerk bieten und wo man jetzt nur Flächen zur Verbindung dieser Kleingartenvereine über solche Blühflächen sich überlegen müsste. Und das kann halt ein Stepstone-Konzept sein, also eher runde Flächen, die als Blühflächen verwendet werden. Es können aber auch Streifen sein, zum Beispiel entlang von Mittelstreifen, von Randstreifen und Ähnlichem. Und das ist der Punkt, wo sollte ich das jetzt anlegen? Gerade wenn ich das als Guerilla-Aktion mache, sollte ich mir trotzdem passende Standorte suchen, die möglichst erhalten bleiben. Das sind für Frühblüher ganz typisch Flächen, die im Frühjahr noch sonnig sind und dann durch mit dem herauskommenden Laub beschattet werden. Also typischerweise unter Bäumen, unter Büschen, an Hecken dran, so dafür, die also im Frühjahr laubfrei sind und dann belaubt sind. Das sind ganz typische Plätze, die geeignet sind. Bei Krokussen kann man jetzt noch gucken, da kann man auch sonnige Wiesen verwenden, aber damit die sich dort halten und durchsetzen können, sollten es halt möglichst nährstoffarme Böden sein, die im Sommer sehr trocken sind. Dann halten sich die Krokusse dort deutlich besser. So typische Gebiete sind halt Wohngebiete, Parks in der Stadt. Das ist zum Beispiel neben Spielplätzen und neben Hecken. Das können auch Rand- und Mittelstreifen sein, die hatte ich schon erwähnt. Das können aber auch eben Wiesen und Industrieflächen in der Stadt sein. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist wirklich, keine Spielflächen dafür zu verwenden. Denn man hat auch schon so immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, weiß ich aus den ersten 2 Jahren, die dieses Projekt durchgeführt worden ist. Das heißt, man hat ganz typisch, dass die Blumen abgeschnitten werden, Narzissen, Tulpen, selbst Hyazinthen, die sich in der Wasserkanne halten werden, abgeschnitten und geklaut. Das nächste ist natürlich, dass diese Flächen ganz hübsch aussehen und wir haben relativ viele natürlich auch tolerante Eltern, die ihre Kinder nicht bloß mal eine Blume pflücken lassen, sondern sich daran freuen, wie die gefühlt stundenlang durch die Blumen trampeln. Und man hat natürlich das Thema mit den Grünflächen an, wo man immer die Gefahr läuft, dass sie es extra beseitigen lassen, was aber wieder mit dem Ego-Thema zusammenhängt. Aber ich sage mal, daraus darf man sich nicht entmutigen lassen, denn je mehr Leute mitmachen, je mehr Flächen es da gibt, desto weniger fällt auf, wenn irgendwo mal Narzissen abgeschnitten werden. Und desto bunter wird die Stadt trotzdem und nach einer Weile merken die Leute vielleicht, dass sie nicht unbedingt die Narzissen von den öffentlichen Flächen hausen müssen. Wenn man den Insektenschutz und den Wildbienenschutz im Vordergrund hat, dass man tatsächlich die Pflanzen unterstützt, die vor der Saalweide blühen, und das sind vor allen Dingen Schneeglöckchen, Märzenbecher, Krokusse und Winterlinge, wobei Winterlinge extra betrachtet werden müssen, die sind ungünstig im Oktober, November zu pflanzen, sondern jetzt eher im April, Mai, sodass das eine gesonderte Aktion ist. Aber das ist die Idee, gemeinschaftlich mit allen Chemnitzern über die Stadt verteilt, wunderbare Frühblüherflächen, in dem Fall für die Vordersaalweide zu schaffen, die Insekten, die Bienen unterstützen und das Chemnitz insgesamt viel toller aussehen lassen. Und wenn alle dort mitgemacht haben, ist es gemeinschaftliche Werk und dann setzen sich auch mehr Leute dafür ein, dass das Ganze erhalten wird. Das ist der Gedanke der Winterling-Aktion. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.